Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Brotato hier. Der Baumixer für stieferschnupfte Kartoffel ist wieder für euch da. Der Endlosrun Schwierigkeit 2 steht an. Wen nehmen wir denn hier mal? Ach kommt, ich nehme mal den Cyborg. Das lese ich jetzt hier gleich vor, weil da muss ich noch einmal runterscrollen und starten tun wir mit der Schrotflinte. Habe ich jetzt gerade mal Bock drauf. So. Man beginnt mit einer Minigun, ne? Deswegen habe ich auch nicht die MP genommen, ne? Kann ich ruhig mal die Schrotflinte nehmen. Fernkampfmodifikation um 250% erhöht, allerdings zur Halbzeit der Welle, und das hört sich sehr interessant an, wird der Fernkampfschaden in Technik umgewandelt, wobei dann ein Fernkampfschaden gleich zwei Technik sind. Technik selber hochleveln sieht nicht so gut aus, 75% verringert die Modifikation, Nahkampf und Elementar um 100 modifiziert. Also muss man hier auch Tower haben und so, denke ich mal, wa? Ja, wie gesagt, wir starten mit Schrotflinte, Schwierigkeit 2, auf geht's. Da würde sich ja vielleicht sogar sowas wie ein Schraubenzieher oder so anbieten. Vielleicht hätte ich den gleich nehmen sollen. Was waren 56? Ernte, Ausweichen, Glück, Regeneration. Endlos Run, nehme ich erstmal Ernte mit. Ist die nächste Schrotflinte? Sonst nix. Noch eine Schrotflinte. Explosionsschaden. Das kann ich vielleicht später mal gebrauchen. Das sperre ich mir mal. Einmal nochmal Würfel für drei, noch eine Schrotflinte sperren. Und weiter geht's. Das ist jetzt die Frage, ob ich einen Schraubenschlüssel überhaupt noch bekomme. Den Baum noch? Jawohl, und er hat sogar ein Item dabei. Er hat Kaffee. Gibt zwar zwei Minusschaden, aber egal, den nehme ich mir mit. Mehr Angriffstempo. Ausweichen, Tempo, Reichweite, Crit. Kann ich mir mal einmal neu würfeln und nehme mir die nächste Ernte mit. Ein Coupon, macht alles ein bisschen billiger, kann ich mir aber die Schrotflinte nicht mehr leisten. Neue würfeln bei zwei neuen Feldern lohnt auch nicht. Zack, nächste Welle. Schön mal 2 hier. Da ist mal 2 auch schon wieder zu Ende. Ja, immer wenn die Zeit blau wird, dann ist auf Tackle geswitcht. Oh, die haben auch nochmal alle gekriegt. Nahkampf, Regeneration, Reichweite, Ausweichen. Dass ich Fernkampf nicht kriege, ist irgendwie komisch, ne? Dann nehme ich jetzt mal Regeneration mit. Lebensabzug, Rüstung, Technik, Tempo. Ja, Fernkampf. Kriege ich aber nicht. Ausweichen, Regeneration, Crit, und dann nehme ich das Angriffstempo mit. Haben wir da schon mal 15. So, nicht für Schrotflinte. Nehme ich mir hier nochmal das Tempo mit. Komm, Explosionsschaden und nochmal Würfel. Tja, Schraubenschlüssel immer noch nicht. Man hätte ihn vorher nehmen sollen. Es kommt eine Horde in Welle 11. Das ist ja irgendwie immer ein bisschen einfacher wie der Elite-Gegner. Nee, dann wollen wir davon aber nichts. So, jetzt hier Landminen. Das hat noch was mit Technik zu tun. Das nehmen wir nochmal mit. Mehr Bäume sperren wir uns und weiter geht's. Auf Technik. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Oh nein. Cool. Alter! Aus denen, die sich in die Kugeln zerteilen, ey, schießt dann einer auf einmal eine schnelle Kugel auf mich. Was für ein dreckiger, ey. Ja, aber ein Item. Oh, 85 immerhin.
So, Liebesalien, mehr Gegner. Das bedeutet mehr Mets. Kommt, das nehmen wir mit. Lebensabzug, Max LP, Nahkampfreichweite. Hallo, Fernkampf! Fernkampf? Krieg ich auch mal Fernkampf? Max LP. Mehr Bäume. Mehr Tempo, dafür Reichweite runter, das ist akzeptabel. So, hier könnte man, ist zwar nur eine 5%ige Chance, den Wert zu verdoppeln. Da es hier nicht so viel Ernte gibt, komm, den sperren wir uns mal. Nee, dann würfel ich auch nicht nochmal neu. Auf geht's. Weit am Rand spawnen. Nies jetzt mal schön in der Mitte. Schade, zwei Bäume, kein Item. Noch macht das nicht so viel aus, wenn es auf Technik switcht. Weil die später mehr LP haben, die ganzen Monster, sieht das bestimmt schon anders aus. Schaden, Angriffstempo, Elementar, Ausweichen. Es gibt keinen Fernkampfschaden. Nehme ich wieder das Tempo mit. Reichweite, Tempo, Lebensabzug, Max LP. Ja, ach komm, ich nehme jetzt Tempo mit. Ich kann dich hier ständig neu würfeln. So, Metalldetektor, den sack ich mir jetzt ein. Ich meine, da braucht man schon mehrere von, ne, damit sich das richtig rentiert. So, nochmal würfeln. Geht Glück nur ein bisschen runter, Tempo wieder hoch, das nehme ich mir mit. So, dieser Teiler, der skaliert auf jeden Fall mit Technik. Den sperren wir uns. Da der ziemlich teuer ist, sparen wir uns die 105 und weiter geht's. Am Anfang macht er hier wirklich easy peasy weg. In einer Geschwindigkeit vom Feinsten. Kugel. Alter, wie viel Kugel waren das denn gerade, ey? Ja, wollt ihr mir verarsche? Ich bin doch der Kugelfänger. Da könnt ihr nicht so viel Kugeln raushauen. Alter. Kugel überall. Boah, Alter. Wie weiche ich ihn jetzt hier noch aus? Nach da, nach da, nach da, nach da und dann da raus. Und weg. Bloß weg da aus der Ecke. Ey, Kugel Inferno, ey. Nahkampf, Fernkampf runter, nein. Ey, der ein Fernkampf. Aber ich bin ganz ehrlich, ey, dieser eine, da nehme ich lieber die 16 richtigen Schaden mit. Da können wir was auch ausweichen bekommen. Aber wir nehmen erstmal den Teiler mit, weil der mit Technik skaliert. Ich meine, im Moment kann er ja die 0 Fernkampf umwandeln in Technik, das bringt gar nichts. Adrenalin nehme ich mir auch mit, die nächste Schrotflinte nehme ich mir mit. Da würfeln wir nochmal neu. Das skaliert mit Glück, das Elefantenbaby, ne? Haben wir nicht. Komm nochmal würfeln. Immerhin nochmal eine Schrotflinte bekommen. Hier die Landminen sperre ich mir auch nochmal. Und weiter geht's. Ja, das hätte ich auch kein Wunder, kein Fernkampfschaden bekommt. Kugel! Ja, ganz schlecht. Ja, jetzt hat er auch noch umgeswitcht auf Technik. Jetzt geht hier fast gar nichts mehr down. Ja, 239. Braucht man nicht. Crit-Rüstung, Lebensabzug, Angriffstempo. Wieder auf Tempo. Die Landminen, eine Schrotflinte. Würfel. Geht leider Ernte runter. Nochmal würfeln. Ich muss hier immer nur würfeln. Ja, hier ist mal Fernkampfschaden.
Zweimal sogar. Einmal geht halt Schaden runter und einmal geht Angriffstempo runter. Kann ich mir nicht beides leisten? Nehmen wir erstmal den. Den sperren wir. Dann gehen wir weiter in die nächste Welle. Und nochmal angecharged. Jetzt ist nochmal ein Item gekriegt. Ja, geh nochmal über die Mine, du Charger. ein Alienwurm, mehrere Generationen, ja, das kann ich gut gebrauchen. Angriffstempo geht wieder Schaden runter, den Kaffee gönne ich mir auch nochmal. Ja, jetzt war so lila, wäre es ja echt mal toll gewesen, Fernkampfschaden zu bekommen. Sind natürlich mit 15 Angriffstempo auch noch ein ganz guter dabei. Ja, ich gönne mir jetzt mal hier neu würfeln, bitte Fernkampf. Ey, Fernkampf, Alter, das ist ja unfassbar. Gut, dann sind wir da schon mal auf 17. Ich werde jetzt hier mal eine kombinieren mit den Raketenwerfer einpacken. Da, das kleine Magazin nehmen wir auch noch mit. Der nochmal würfeln. Minen blocke ich mir wieder, Schrotflinte blocken wir uns. Dann geht's weiter. Nächste Welle. Das ist schön auf einen Haufen ziehen. Und die ganzen Netz einsacken hier. Und ja, da er den Schaden angesehen ist. Ganz schön viel Hits abbekommen, ist nicht down gegangen. Was? Der hab ich denn erwischt? Bin ich doch ausgewichen. So, weiße Fahne. Gibt mehr Ernte, weniger Gegner. Tja. Das ist vielleicht bei dem Cyborg gar nicht schlecht. Komm, den nehmen wir mal. So, Schubkarre gibt nochmal mehr Ernte. Einrüstung runter. Nehmen wir mit. Schaden, Crit, Technik, Ernte. Angriffstempo, Fernkampf, Reichweite, LP. Da nehme ich mal den Fernkampf mit, weil es ja so selten kommt. So, gefährlichen Hasen einsacken. Schrotflinte eingepackt. Landmine eingepackt. Neuwürfeln. Sparschweine eingepackt. Spinne, Schaden, Angriffstempo für jede unterschiedliche Waffe, die du besitzt. Dafür geht allerdings Ausweichen und Ernte runter. Ach komm, gönn ich mir. Nochmal Landminen. Gönn ich mir auch. Würfel, die Krone, mehr Ernte am Ende. Das sperren wir uns mal. Hier die minus 5 Tempo mit Rüstung. Das ist akzeptabel. Und da wäre dann der nächste Raketenwerfer. Und dann ab in die nächste Welle. Tower gebrauchen. Ich sehe schon, ich hätte als erstes einen Schraubenschlüssel nehmen sollen. Oh, voll durchgelaufen.
Der Kleine hat mir eben so viel Schaden gegeben. Crazy shit. Weil er in mich gespawnt ist, fast. So, wieder ein auf Fernkampf. Den nehmen wir mit. Die drei Fernkampf nehmen wir definitiv auch mit. Schaden, Tempo, Glück, Ausweichen. Nehme ich Ausweichen mit. So, Raketenwerfer auf 3. Mehr Ernte. So, ja, Schrotflinte, die sperren wir uns. Das brauchen wir nicht. Sparen wir uns das Geld. Wir haben ja schließlich das Sparschwein. Noch droppen wir mal 2er. In der Mitte zum Beispiel alle. Direkt neben der Dice Spawn. So, mal gucken, mal. Alter, was ist jetzt los, Alter? Oh, die Minen sind leider schon weg. Ja, stimmt. Der Switch auf Technik, ne? Ich mach kaum noch Schaden. Da ist die Mine. Lauft da mal rein, alle. Warum lauft ihr da drum rum? Ihr sollt da reinlaufen. Oh, wieder eine Kugel gefangen. Schmeißen wir die Kugeln zu und ich fange sie. Ey, wir haben mal ein Geschütz bekommen. Das nehmen wir natürlich. So, Technik, Tempo, Ernte, Regeneration. Wir könnten mal ein bisschen Regeneration gebrauchen. So, Lichrot kombinieren. Noch eine lila, eine einsacken. Jetzt machen wir den so. Hier gibt es noch weniger Gegner. Kerze nehmen wir auch mit. So, nochmal eine blaue Schrotflinte. Aber schon 3 lila, ne? Und hier ist noch ein Teiler. Tja, will ich das jetzt mit einem LP? Achso, kann ich mir nicht leisten. Sperren wir uns aber mal für die nächste Runde. Am Anfang ist es immer noch recht easy, ey. Gleich wird's blau. Boah, ist hier noch 2er, ey. So, jetzt ist blau. Jetzt machen wir nicht mehr so viel Schaden. Und schon wird die Hütte voller. Jetzt sind hier noch alles 2er, ne? Aber sowas von. Da 600 zusammen. Leider nicht ganz. So, Max LP, Nahkampf, nö. Elementar, Crit, Tempo, Ernte. Ja, Crit mit. Naja, etwas unter jedem Zehnten. Erstmal den Teiler. Ja, komm, wir gönnen uns jetzt den Geist. Da haben wir wieder ein Geschütz. Das nehmen wir natürlich mit. Das ist uninteressant. Nächste Geschütz. Jetzt geht's hier aber los. Da geht Angriffstempo runter. Nö. Oh, Raketenwerfer haben wir gleich schon auf Level 4. So, hier haben wir wieder einen Fernkampf. Den nehmen wir mit. Schaden, Reichweite blocken wir uns mal. Mehr Angriffstempo nehmen wir nochmal mit. Oder geht's weiter? Wir haben jetzt auf jeden Fall hier schon so einiges auf dem Feld rumstehen. Unsere Technik. Ah,
das muss noch viel mehr werden. Ja, nicht selber durch die Minen laufen, Wormels. Das macht jetzt zwar keinen Schaden, aber dann ist sie weg. Stimmt ja, heilen muss ich mich auch noch. So, jetzt sind wir Fernkampf quasi wieder weg. Und Alter, jetzt Kugeltime. Ordentlich was rum. Kugeln. Ah, da hat er gefangen. Nee, Kugel, hat er gesehen? Alter. Lebensabzug elementar. Elementarskelette eh. Ist ja 100 weniger, ne? So, dann nehmen wir den mit. Rüstung, Nahkampftechnik, Lebensabzug. Dann nehme ich mir die Rüstung mit. So, Raketenwerfer haben wir schon mal auf 4. Hier mehr Schaden. Die Kartoffel, das ist ja wunderbar. Für unter 200. Die sperren wir uns natürlich. Dann würfeln wir nochmal. Die sperren wir uns auch. Oh, dann können wir weitermachen. Ja, wenn er das mit dieser Technik nicht hätte, dann wäre der Cyborg mit Fernkampfwaffen, denke ich mal, richtig geil. Und da sind wir wieder im Technikbereich. Nicht lange Wege laufen, um meine Metz zu kriegen. Nee, das Energiearmband nehmen wir nicht. Kaffee nehme ich mir nochmal mit. Ausweichen, Elementar, Lebensabzug, Rüstung. Dann nehmen wir das Ausweichen mit. So, jetzt die schöne Kartoffel eingesackt. Schrotflinte. Die beiden brauchen wir nicht. Oh, da ist die nächste Schrotflinte. Da haben wir auch schon dann eine auf 4 in der nächsten Runde. Dann wird es teuer. Hier haben wir nochmal Fernkampf. Komm, nehmen wir auch nochmal mit. Oh, dann können wir weitermachen. Ich auf die Minen laufen. Die sind für die Aliens. Baum, eingesagt. Das war jetzt nochmal zwei, ne? Dann gucken wir, wie es durchgekommen ist. Oh, hier. Oh, Mist, über die. Weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst mit dem Sammeln. Fast 600. Ja, Blutspende. Dafür habe ich noch zu wenig LP-Regeneration. Sonst würde ich die glatt mitnehmen, weil 40 Ernte ist natürlich echt fett. Aber im Moment kann ich mir einen Schaden pro Sekunde nicht leisten. Nee, das kann ich mir wirklich noch nicht geben. Max LP, Angriffstempo, Nahkampf, Lebensabzug, Tempo. Oh, die Jagdtrophäe. Allerdings, ich mache ja nicht viel Crit, ne? Das ist die Frage, ob es sich überhaupt lohnt. Die nehme ich mal nicht, ey. Das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinballern, ob man sich, wenn man so wenig Crit wie diese Waffen hier hat, überhaupt die Jagdtrophäe leisten sollte. Dann machen wir die so. Ja, nächste Welle mit einem LP machen wir auch. Nee. Nochmal würfeln. Ey, wieder ein Geschütz.
Nochmal befüllen. Nächste 4er Schrotflinte. Den sperren wir uns dann für die nächste Welle. Die will ich jetzt nicht nehmen, weil ich ja mit einem LP anfange. Und hier geht wieder Fernkampf und Angriffstempo nach oben. Den gönne ich mir auch noch und dann geht's weiter. Jetzt aufpassen. Jetzt fängt es an zu laufen, aber ich will es eigentlich gar nicht aussprechen. Dann läuft es nämlich wahrscheinlich gleich wieder nicht mehr. Oh, roter Charger, nix gut, der macht heftig Aua. Zwei Bäume, keine Item, schade. Der hat aber eins für uns. Oh, Ring der Selbstjustiz, den nehmen wir natürlich mit, ist doch immer gerne gesehen. Wieder Fernkampf. Zack, nächsten drauf, sind wir da schon bei 70. So, und das skaliert auch mit Fernkampf. Da geht Reichweite zwar runter, aber drauf gekackt. Wir haben Fernkampfwaffen, wir haben eh eine relativ gute Reichweite. Komm, gönnen wir uns mal. Und jetzt nehmen wir uns auch den V mit. Nochmal würfeln. Hier mehr Schaden, der wird schon mal geblockt. Durchschlagschaden müssten eigentlich alle haben, ne? Ja, okay, der Raketenwerfer nicht, aber die anderen haben das alle. Dann sperren wir uns den auch und dann geht's rein in die 17. Mal jetzt aufpassen, die machen mehr Schaden. Nein, die Frucht wollte ich doch gar nicht. Er macht auch fies Aua. Erstmal die Stellung sich kämpfen müssen. Ja, Fernkampf, nehme ich wieder mit. War schon bei 80. Hier ist dann nochmal mehr Schaden, mehr Durchschlagschaden. Hier können wir Fernkampf nochmal pushen. So, Schaden geht Rüstung ein bisschen runter. Wir haben ja ein bisschen Rüstung, den sperre ich mir auch. Den Alien-Wurm nehme ich mir mit. Das Chamäleon, ne. Und weiter. Na, wenn man dann in irgendeiner Ecke ist. Von der anderen Seite kommen, ist eigentlich ganz geil, wenn sie dann durch die Tower durch müssen. So kommt da nicht der ganze Schwung mal einem selber an. Boah, jetzt war ja gerade übelst die Augen zu treten. Oh mein Gott. Na, ich muss die Aufnahme, ich weiß nicht, wie ich in der Arbeitswoche dann wieder Zeit habe, für euch Aufnahmen zu machen. Sehr schlecht aus. Naja, 403 für das nächste Geschütz. Das nehmen wir noch mit. Geschütze nehme ich alle mit. Max LP, Tempo, Technik, Rüstung. Komm, wieder ein bisschen Rüstung pushen. Erstmal die Schrotflinte. Tja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir diese Schleuder gönne. Die hat drei Abpraller,
die jeweils denselben Schaden machen. Und die macht so schon recht hohen Schaden. Ach komm ey, einfach mal ausprobieren. Die kombinieren, Schleuder eingepackt, Hasen eingesackt, Glaskanone können wir uns nicht leisten. Rakete gibt wieder mehr Schaden und dann geht's rein in die 19. Jetzt nochmal mal ordentlich Metz machen für die 20. Ja, Leute, boah, Taktik umgeswitcht, ey. Komm schon an den Towern kaum noch vorbei. Ja, wenn die jetzt dann noch über der Ingenieur oder Mechaniker. Oh, Alter. Alle zusammenstehen würden, ne? Ja, natürlich noch nice. Auf jeden Fall schon wieder im Technikmodus. Zeit läuft blau. Chemie dran. Ich weiß nicht schlecht, weil man sowieso einen Mob am Arsch hängen hat. Na, 708, das haben wir schon mal besser gesehen. Glück, Crit, Reichweite, Lebensabzug. Neu würfeln. Ich nehme hier lieber den Fernkampf mit. So, jetzt könnte ich mir über die Glaskanone 25 extra Schaden und hier kommen dann die nächsten 10 Schaden drauf. Das kann ja nur gut sein für den Boss. Das brauchen wir nicht. Das brauche ich auch alles nicht. Nochmal würfeln. Schrot brauchen wir nur noch eine lila, ne? Also, bin ich ganz ehrlich. Ich müsste doch jetzt einmal noch Bonus kriegen, ne? Ja, so ist es, ey. Da haben wir nochmal Bonus bekommen. Hier, komm mal hierher. Komm mal hierher, Flecki. Hier gibt's ordentlich Minen für dich. Ah, der hat aber übelst schnell Schaden bekommen. Hier, guck mal, wie schnell der down ist, Alter. Wie geil ist das denn? Da hoffe ich mal, dass wir weit kommen, denn es ist immer noch so. Ich hab's noch nie in der Endloswelle Level 30 geschafft. Ich komme an diesen Bossen nicht vorbei. Ich bin halt einfach zu schlecht. Nun gut, ein relativ starker Bild steht ja auch noch aus. Den spare ich mir aber auf, weil der wirklich echt nice ist. Wahrscheinlich für die Endloswelle bei Schwierigkeit 5. Ich hab's schon mal erwähnt, welcher das ist. Das sage ich euch jetzt nicht nochmal. Müsst ihr euch nochmal reinziehen. Ansonsten lasst euch überraschen. Immerhin 818. Ja, es ist ausgerechnet ein Mammut mit Nahkampfschaden. Ne? Kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Ne? Schade, schade, schade. So, Nahkampf, LP, Technik, Ernte. LP-Regeneration. Ein Heilungsgeschütz haben wir jetzt auch. Aha, Elite-Gegner wird in Welle 21 erscheinen. Also jetzt. Das ist aber schon ein bisschen fies, muss ich ehrlich zugeben. Für den Elite brauchen wir natürlich nochmal mehr Schaden. Und mehr Schaden. Wie sieht es jetzt mit Crit aus? 11, 13, 13, 13. Es muss ein Crit-Treffer sein und dann musst du den Gegner töten. Ich denke, das ist für den Bild nicht gut. Raketenwerfer bei Pistole, Zepter. Oh, ich will nicht immer die ganze Zeit würfeln. Aber hier haben wir nochmal was. Kriegen wir das beides zusammen? Ja, klar. Den Tower noch mitgenommen. Ne, für 50 würfel ich nicht nochmal. Oh, jetzt aufpassen. Kommt wieder ein Elite. Da kommt er. Zwei. Die zwei. Komm mal. Mach mal jetzt Minen selber weg. Ey, ein Item Session. Äh.
Und da sind wir im Technikbereich. Na dann lauft ihr doch mal durch meine Stellung. Das ist nicht so einfach, ihr Freaks, wa? Mir eine Burg aufgebaut. Ja, ab und zu muss ich auch mal zu euch kommen, um die Metz zu holen. Ey, ist das auch noch zwei am Metz? Nee. Wieder meine eigenen Minen zerstört. Bin ich voll Horst. Also, die beiden Elite sind auch mega geil gelaufen. Also, das sah nicht schlecht aus. Angriffstempo pro ein Ausweichen. Nee, brauchen wir nicht. Das katapultiert uns die Reichweite ganz schön ins Minus. Wir haben auch noch nicht so viel Ausweichen. Ich nehme es trotzdem mit. So, Projektile können einmal öfter durchschlagen. Den nehme ich mir auch noch mit. Noch mehr Crit nehme ich mir auch noch mit. Ich hoffe mal, das war jetzt alles kein Fehler. So, hier geht wieder Fernkampfschaden nach oben. Den nehme ich mir noch mal mit. Hole ich mir hier den Schaden wieder hoch. Geht zwar wieder Reichweite ein bisschen runter. Wir haben ja erst minus 62. Ne? Coupon nehmen wir mit. Mehr Bäume nehmen wir mit. Da können wir noch mal einmal umsonst neu würfeln. Den Raketenwerfer brauchen wir nicht. Aber das könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr das so habt, ich weiß ja nicht, ob ihr so überhaupt spielt, ne? Würdet ihr jetzt hier eine Schrotflinte gegen Raketenwerfer austauschen oder eher nicht? Ich lasse das jetzt mal so. 31 neue Würfel ist mir auch zu teuer. Ja, für blaue Echse da kommen wir am Anfang. Die spawnen ja auch so viele Kugeln, ne? Wieder Tränen im Auge. Was war das für eine? So, wir sind wieder im Technikmodus. Ab in meine Burg. Alter! Mir genannt. Irgendwie tief drauf. Laserfix. Der eine Mob so geile Luft aufgelöst hat. Crit, Tempo, Ernte, Schaden. Tempo. So, Nahkampf, Fernkampf, Technik, Crit. Hier gehen 5 Fernkampf nach oben, 2 Rüstung runter und 5 Tempo runter. Immerhin 5 Fernkampf. Andersrum wäre zwar besser. Komm, die großen Arme nehme ich mir mal mit. Ne. Was haben wir hier? Nö. Explosionsgeschütz. Das wird natürlich gesperrt. Jetzt bin ich schon bei 20. Ich bin bei wahrscheinlich die Jagdtrophäen doch mitgenommen. Aber ich bleib jetzt dabei. Ich lasse sie weg. Kosten jetzt halt schon ziemlich viel Kohle. Und ja, so viel Kohle gibt es nicht mehr. Da ist ein Baum. Den Geschütz auch nicht schlecht, wenn diese Freaks kommen, die Items haben. Die werden aber mal so nebenbei weggemacht. So, und dann sind wir im Technikbereich. Ja, schön irgendwo die Nähe der Tower. Oh, und vielleicht kommt noch das Explosionsgeschütz dazu. Ausweichen, Minen ausweichen.
So, die war auch noch mal recht leicht, die Welle. Nee. Tja, Explosionsgeschütz, das nehmen wir natürlich mit. Hier geht nur Glück ein bisschen runter, aber Regeneration hoch. Da sind wir leider noch ein bisschen tief. Kommt nämlich mit. Neu würfeln. Ey, da ist die nächste Schrotflinte. Dann haben wir die auch auf hier alle. Fehlt nur noch die Gatling-Gun und die Schleuder. Ob ich mir das leisten kann? Nochmal eine Welle mit einem anfangen? Ich mach's lieber nicht, ey. Ja, verkacke ich wegen dem Ding hier den Endlos Run. Nein. 35 neue Würfel ist mir zu teuer. Weiter geht's. Naja, 404. So, Regeneration, Crit, Angriffstempo, Elementar. Ja, ich habe ja gesagt, wir hängen Regeneration ein bisschen zurück. Den nehmen wir mit. So, Schrotflinten haben wir jetzt alle auf 4. Den Rest. Mehr Elementar, LP-Regeneration, Tempo runter, nur um 2, den sperre ich mir mal. Nö. Und boah, der Traktor 40 Ernte, der geht Schaden runter, kommt, den sperre ich mir auch. Da gibt's noch mal 10 Ernte mehr. Ach komm, den sperre ich mir auch mal. Welle 25. Wir nähern uns meinem großen Problem. Das nennt sich Welle 30. Das Gute ist, die machen auch die Eier weg, ne? Ah, warte mal, da hinten ist ein Ei. Nee, das ist nicht gespawnt. Das ist an den Towern auch nicht schlecht. Wenn die so verteilt sind. Deswegen am Rand die Eier weg. Ja, geil, da kommt hier gleich Frisur vorbei, Alter. Wir haben mal Kiste rausgehauen. Was war das? Zu viel Kuchenfilz. Ein Ei. Alter, das ist gleich gut. Wo du anfangen willst mit dem Sammeln. Naja, die Jagdtrophäe für umsonst nehme ich auf jeden Fall natürlich mit. So. Was ist erstmal am wichtigsten? Mehr Elementar und mehr Fernkampf. Puh, ja, ich hoffe, ich krieg den Schaden bis 30 noch wieder ein bisschen hochgepult. Nein. Tja, blaue Schleuder, schade, dass keine lila ist. Hier gibt's nochmal Regeneration, wird auch gesperrt oder eine Renne in die 26. Hier, zack, in Luft aufgelöst, der Mob, der da stand. Und hier, genau so, alle weg. Auch wenn ich jetzt vielleicht, wer weiß, nicht so weit komme, aber den werde ich mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ist nicht schlecht, ey. Also ich habe schon Endloswellen in Null mit Leuten gestartet, die wesentlich schlechter waren. Hulala, ey. Bestimmt ein roter, ne? Ich habe nicht so ganz drauf geachtet. Schaden so hoch war. Von allen Seiten. Alter! Was ist jetzt los? What the fuck, ey?
Abfallgeschütz. Ich verliere LP, das ist ja jenseits von gut und böse. Wir brauchen Rüstung, alles mögliche. So, Fernkampf, der geht wieder Reichweite runter. Ne, jetzt erstmal nicht. Die Reichweite muss mal wieder ein bisschen nach oben. Ja, 4 Rüstung, den gönne ich mir erstmal. Ja, Ring der Selbstjustiz. Das ist natürlich für Level 30 auch nochmal gut. LP-Regeneration. Kriege ich hier nochmal. Nehme ich mir nochmal mit. Bäume sterben mit einem Treffer, nehme ich mir mit. Jetzt Schaden regle ich nicht mehr runter mit Metalldetektor. Nochmal würfeln. Leider wieder die falsche Schleuder. Ja, Welle 27. Also da eben gerade waren schon mal ein paar haarige Situationen zwischendurch. In 26. Genau, ob das die Charger waren, ich habe jetzt eben gerade das nicht so ganz gesehen. So, jetzt sind wir wieder im Technikbereich, die brauche ich alle noch, das sind alles gute Mats. Lala, da kommt ein roter Panzer! Und den roten Panzer weg! Übel! Oh, oh, schnell eingekesselt. Sachen können wir uns immer noch nicht leisten. Ich nehme jetzt das Ausweichen noch nicht weg. Ich kann ja hier für 0 zweimal würfeln. Da spare ich mir das Geld, weil der Ring der Selbstjustiz, den könnte ich mir ja eigentlich noch vor der letzten Level gönnen, ne? Also vor der 30. Das hatte ich gesagt, dass das meine letzte ist. Es ist aber ziemlich wahrscheinlich. Ja, die 300 gebe ich jetzt auch nicht aus, aber die sperre ich mir auch mal. Die Jagdtrophäe. So, 28 kommt erstmal. Sind ja doch noch 2 Level. Oh, schönes Item vorbeigebracht. Danke, Junge. Da ist noch einer mit dem Item. Zu nah rankommen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, je näher die dran sind, desto mehr Kugeln spawnen, oder? Da habe ich ja extrem Schaden bekommen. Vom Wasser. Ah, da haben sie mich eingekesselt oder es ist vorbei, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann geht's auf einmal so schnell. Ja, Waffen haben wir leider nicht voll bekommen. Die Schleuder und die Minigun nicht. Aber wir haben hier was Neues bekommen. Besseres Werkzeug. 10 Angriffstempo verringert die Abklingzeit der Angriffe deiner Konstruktionen. Also wieder für diese Tower. Das ist natürlich nice. Vor allem eben extrem, ne? Um 63,5%. Ja, Items, ging. Hätte in meinen Augen besser sein können. Ja, dann hoffe ich, dass ihr mit dieser Endloswelle euren Spaß hattet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann sind wir bei Gefahr 3. Bis denn und tschüss.